Moin Leute und damit herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Ihr habt wahrscheinlich schon den ersten Moto-Vlog mit der SMCR von mir erlebt. Diesmal gibt es einen zweiten Moto-Vlog. Ich will einfach mal mit euch ein bisschen erzählen. Ich will gar nicht wirklich viel aufs Bike drauf eingehen, weil dafür habe ich den ersten Moto-Vlog genutzt. Ich will einfach mal mit euch ein bisschen drauf eingehen, wie es eigentlich bei mir im Leben immer so abläuft. Weil ich kriege so oft die Frage gestellt, was mache ich hauptberuflich? Und generell, wie komme ich dazu, die Dinge immer so zu reparieren, die Dinge einfach anzugehen und gar keine Angst davor zu haben. Und ich würde sagen, darauf gehe ich heute mal so ein bisschen ein, weil die Nachfrage doch relativ hoch geworden ist. Also ich würde sagen, jede zweite oder dritte Frage geht halt darüber, beziehungsweise handelt halt darüber. Ja, wo fangen wir an? Ich bin Niklas, bin 22 Jahre alt, habe halt damals irgendwie die Leidenschaft dazu gefunden, an Moped zu schrauben. Ich habe halt angefangen mit Pocket Bikes. Ich glaube, ich war 13 oder so, da habe ich mein erstes Pocket Bike bekommen. Und dann habe ich gesagt, oh, ist das geil, ne? Und dann irgendwann wurde es 15, 16 so, und hast du gesagt, brauchst du einen Roller. Dann habe ich mir einen Roller gekauft. Hier wiederum war es wieder eine ganz blöde Sache, die ich mit der Fahrschule erleben musste. Ich habe erst den Rollerführerschein gemacht mit 16. Weil einfach die Unwissenheit da war, dass man eigentlich mit 16 ja schon den Motorradführerschein machen kann und sowas. Dazu aber ein anderes Mal mehr. Da wird auf jeden Fall noch ein Video folgen mit einer Kooperation mit einer Fahrschule Tiefers aus Krefeld. Da werden wir auf jeden Fall ein bisschen drauf eingehen, wie das alles funktioniert. Generell Anmeldung, Führerschein, was muss man mitbringen, Erfahrung, all sowas. Das werden wir da dementsprechend besprechen und euch halt ein bisschen besser informieren, weil bei mir war es einfach grausam damals. Ich habe 800-900 Euro Fahrschulkosten sowie 150 Euro oder so TÜV-Kosten in den Sand gesetzt für ein halbes Jahr. Es war einfach behindert, muss man sagen. Und das will ich euch einfach vermeiden. Genau, oh, ist das warm hier. Ja, wo sind wir stehen geblieben? Genau. Ich habe mir halt damals einen Roller gekauft, der hat dann irgendwann mal Probleme gemacht. Da hast gesagt, boah, bist in die Werkstatt gefahren, die Werkstatt 200, 300 Euro jedes Mal. Boah, denkst du dir so, nee, mit Schülergeld, beziehungsweise mit Taschengeld ein bisschen das, was du nebenbei verdienst, für Zeitung austragen, was ich damals gemacht habe, das ist viel zu teuer, das kann man einfach so nicht stemmen. Vor allem, man hat sich da gerade einen Roller gekauft und denkt, ne, man kann jetzt einfach nur noch fahren. Naja, das war halt dann nicht so. Ja, und dann habe ich halt immer hin und her probiert, immer selber irgendwas gewechselt, repariert, mich durchgelesen in Foren, mit anderen ausgetauscht. Und das hat mir persönlich am meisten geholfen. Ich bin eher so ein Mensch, learning by doing. Ich fange es einfach an und ich informiere mich schon über die Dinge, aber ich mache es einfach. Und wenn ich merke, gut, hier bleibe ich irgendwie stehen, weil irgendwas nicht ganz verstehe oder weiß nicht, wohin das muss, dann informiere ich mich. Und bisher gab es nie irgendwas, wo ich sagen muss, boah, nee, da kommst du nicht weiter oder so. Und das ist ein Grund, warum ich immer appelliere, versucht es einfach. Einfach versuchen. Sei es, was weiß ich, ein Ölwechsel. Fangen wir beim Leichtesten an. Wir machen einen Ölwechsel. Womit fängt man denn an? Das Öl abzulassen, würde ich sagen. Klar, da gibt es wieder Sachen, die man beachten muss. Lass den Motor warm laufen, damit das Öl dünnflüssiger wird. Und so Kleinigkeiten, ne? Aber das sind halt Dinge, die kann man lernen. Keiner ist auf die Welt gekommen und wusste direkt, wie es geht, was geht. Sowas wird einfach nicht in die Wiege gelegt. Sowas lernt man einfach. Und ja, ich habe es jetzt klar über die Jahre auch gelernt. Vor allem, weil ich es hauptberuflich natürlich auch mache. Ich bin, wie gesagt, Servicetechniker für Dieselmotoren. Und, oh, so, ist mir warm. Für Dieselmotoren. Und repariere da dementsprechend, was weiß ich, Radlader, Bagger, sowas alles, Notstromaggregate, sowas mache ich halt hauptberuflich. Und das mit den Motorrädern und gegebenenfalls Autos oder so, wenn ich mal da was habe, mache ich halt echt irgendwie nur für Freunde oder so. Ne? Nehme natürlich auch kein Geld oder so, da bin ich gar nicht so der Typ von. Also ich bin halt eher so, ja, der Kumpel hat ein Problem, hilfst du ihm. Und wenn ich mal ein Problem habe oder mal Unterstützung brauche oder Hilfe, dann weiß ich auf jeden Fall, ich kann auf die Leute zählen. Und das ist meiner Meinung nach am wichtigsten. Und das rate ich euch auch mal zu bedenken. Also viele Leute sagen ja immer, na ne, ich will nur das Geld haben oder so. Viele meiner Freunde wissen, ich will kein Geld. Auch wenn die mir Geld zustecken wollen, no way, das ist bei mir unmöglich. Deswegen,
Viele denken ja auch immer, dass irgendwie David, Sören, Mike oder wer auch immer mich immer ausnutzen würden und nur nehmen von mir. Das stimmt überhaupt nicht. Es gibt viele andere Dinge im Leben, wo die Jungs mich unterstützen. Und das ist mir dann schon viel wert. Ja, und da bin ich echt stolz drauf, so Freunde zu haben. Und ja, ist auf jeden Fall geil. Definitiv. Ja, aber jetzt kommen wir wieder drauf zurück. Genau, also, ich habe mir das halt alles selber angeeignet. Muss auch großenteils sagen, mein Vater hat mir damals viel beigebracht. Der mir da auch große Unterstützung geleistet hat über die Jahre. Der mir halt immer manchmal auch gezeigt hat, wie was geht, wenn man was besser machen kann oder so. Klar, nicht jeder hat jetzt eventuell so einen Vater, der sagt, gut, ich helfe dir da mal, Junge, oder so. Aber wie gesagt, es gibt genug Möglichkeiten, wie Tutorials, Videos, die ich mal gegebenenfalls mache oder andere, wie was funktioniert. Aber versucht es einfach mal selbst. Spart euch, ich will jetzt nicht sagen, fahrt nicht für alles in die Werkstatt, aber ihr könnt vieles selber machen. Vieles, echt vieles. Theoretisch alles. Aber dafür braucht ihr Werkzeug, das Wissen und alles, klar. Aber wie so ein Ölwechsel oder so. Die Werkstätten nehmen einen Haufen Geld dafür. Klar, die müssen auch ihre Kosten decken und auch dran verdienen. Ist voll und ganz verständlich. Klar, die sollen ja auch verdienen. Will jeder ja. Wenn jeder arbeiten geht und keiner verdient was, macht das Leben keinen Spaß. Aber irgendwo muss man die Kirche im Dorf lassen und sagen, man ist kein Millionär und irgendwo muss man mal zurückstecken. Und das mache ich dementsprechend bei den Motorreparaturen und sowas. Ja, genau. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, mit Motoren von Motorrädern, mein allererster Motor, den ich repariert habe, das war der von David. Ich hatte noch nie einen Motorradmotor auseinandergenommen. Habe noch nie einen Motorradmotor von innen gesehen. Bis David dann irgendwie den Motorschaden hatte und ich gesagt habe, Digga, klar, mache ich dir sofort. Aber mit was für einer Überzeugung ich das auch gesagt habe, das muss man sich mal vorstellen. Ich habe gesagt, ich mache das sowas von gerne und kann das auch. Man muss sich einfach sagen, ich kann das. Generell, wenn man sich was vornimmt, sagen, ich mache das. Nicht sagen, ich probiere es, sondern ich mache das. Und das hilft mir persönlich immer ganz gut. Das gibt mir immer wieder so einen Ansporn zu sehen, gut, man kann im Leben gut was erreichen, wenn man den Arsch hochkriegt, lernt generell, was dafür tut. Und ich habe mich halt durchgelesen, wie was funktioniert. Und das mache ich selbst heute noch. Es gibt viele Dinge, die ich so noch nicht weiß. Wie zum Beispiel mit dem Quickshifter Plus, wie das funktioniert, muss ich mich durchlesen. Aber jetzt weiß ich es. Und genau so mache ich das bei mir. Deswegen, also technisch, beziehungsweise von der Technik selber, könnt ihr euch alles aneignen. Es gibt so viele Beiträge über alles, wie die Motorsteuerung funktioniert, wie der Kolben rauf und runter wandert und alles. Es gibt alles zum Lesen. Alles, wirklich alles. Und das könnt ihr euch auch mal gerne irgendwie aneignen oder generell, wenn ihr mal Lust habt, was zu lesen. Ich jetzt persönlich nicht so wirklich so Dinge, wo ich sage, okay, so Bücher oder so, nee, ist mir ein bisschen zu groß. Ja. Ich rede schon ein bisschen wieder drum rum, merke ich. Genau, wo wir sogar stehen geblieben. Ja, jetzt habe ich den Kopf verloren irgendwo. Tschüss, Kopf. Ja, ich bin jetzt auch gleich schon wieder zu Hause. Ich hoffe, der David ist schon gleich da. Und ja, ich würde sagen, wenn es noch Fragen gibt, beantworte ich die natürlich selbstverständlich sehr gerne. Ihr könnt mir natürlich alles unten in die Kommentare schreiben. Würde mich natürlich über ein Abo mega freuen von euch. Bin auf jeden Fall so happy, dass ich so eine Community wie euch schon habe. Und echt stolz darauf. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da. Ein Abo würde mich, wie gesagt, auch mega freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein! Tell me, is it you and me?